Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 im Multiplayer mit dem Guten Yo. und dem David. Und mit mir natürlich MacMan, yes. So, auf jeden Fall sind wir noch bei der BGA. Guten ist noch fett am Schaufeln. Yo. Und der Geldbeutel wird immer dicker, wa? Ja, der wird jetzt richtig prall. Ja, und David, du kannst auch mal dein pralles Gerät starten, wenn du möchtest. Möchtest du? Startet schon, du musst nur hinfahren. Okay, warte. Ups. So. Ja, Achso, du das. hast einen Helfer rein. Ja. Ja, gut, ist klar, ne? Weil wir wollen ja mit Sicherheit dann alle mal abfahren. Ja. Ich weiß nicht, wollen. Ja, na gut, du Soll ich kannst das noch ein Schaufeln bisschen. erstmal sein lassen Na, und du kannst abfahren, ja. oder? Du Na, du kannst noch kannst ja noch schaufeln. warten, weil wir müssen ja erstmal zwei Hänger voll kriegen. Ja, okay. Ich schaufel noch so lange. Aber gleich fahre ich dann wohl auch mit ab. Ich habe das Silo jetzt halb leer. Jo. Vielleicht schaffst du es sogar noch. Wie viel? Was? Ach so. Wie viel Geld meinst du, haben wir dann ungefähr? Gute Frage. Also bis jetzt haben wir 120.000 dazu bekommen. Ne, 140.000. Ja, dann. Oh, ja, dann sind wir deutlich, sind wir bei 300.000 oder so am Ende. Ja. Oh, ich höre einen Gewinner. Ja, ich habe doch gesagt, das wird gut für dich. Ja. Ach, ich hasse es, wenn ich recht habe. Oh. Neunundsechzig, David. 69. 69%. Doch schon umgelenkt, ne? Nee. Krass. 80. Aber die Jetzt denke Abfahrkette ohne Kadett, mal sehen. Kriegen wir das schneller hin? Was meint ihr? Könnte passieren. Ja, jetzt sind wir auch schon an diesem schönen Punkt, wo der Schredder nicht mehr aufnimmt. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt erstmal, ich springe jetzt auch mal in den Abfahrer rein. Ja. 85, David, zieh mal einen Finger. Ja, oh, Na, du saßt da gerade falsche drin. Taste. Oh, Ja, falsche 93, Taste, Mann. 3, 94, 95, 96, 97. Ach, David, mit dir. Was denn? Haut doch alles Ah, hin. angehalten hat er. Ich hab's gesehen. Das Ding muss laufen, ohne anzuhalten, Mann. Oh, was hat denn der Kadett? Also bei mir fährt er 50. 45. Ah, der Kadett, der ist ein bisschen Mimose. Mimimimose. Kannst du die Zeit vielleicht doch auf 5 stellen? Dann können wir zumindest ein bisschen schaufeln doch noch. Ja. 5 sollte eigentlich immer zum Schaufeln reichen. So, ich muss mal ganz kurz. Ich rufe dich gleich zurück. Gut. Sorry. Hattest du noch wichtige geschäftliche Termine? Ja, das sind die Aktiengeschäfte, die. Ja, das läuft mit der Aktien, ne? Jo. So. Soll Das ich dich mal ein Kugel. bisschen ärgern? Wen denn? Warte mal. Ihr seht gleich, was ich meine. Ja, David, muss mal Gas geben. Bist eine Kunde. Was hat er Ich gemacht? bin bei 90%, du kannst in deinen Traktoren herkommen. Guten. Jawohl. Hast du voll? Ja, 1% noch. Okay. Jetzt. Komm, gib Gummi, Junge. Guten, du kannst einen Helfer anmachen, gell? Ja, ich werde mal ganz kurz den Tempomat wieder etwas reduzieren. Ja, ich glaube, das werden wir sonst mit dem Abfahren nicht schaffen. Ich habe den gerade mal so auf 45 km/h können. Oh.
Da hatte der Durchzug. Da hat er sich aber, glaube ich, auch gut eingegönnt hier an Sprit. Ich meine, die 1000 PS oder was der hat, ja? 1000, ja. Nee, oder? Doch. Der hat auf jeden Fall viel. Egal wie viele hat, der hat viel. Reichlich. Reichlich. Irgendwie finde ich die Nächte hier ein bisschen wirklich deutlich zu hell. Auf der Standard-Map ist das nicht ganz so schlimm. Gute Frage. Haben wir auch einen glasklaren Himmel. Mit so ein paar Tupfern. Ich glaube, das sollen Sterne darstellen. Mit so ein paar Tupfern. Hat jemand mit Paint gespielt? Gotcha. So, einmal abladen. Aber das ist gar nicht mal hier so leicht mit der Helferei. Huch. Das Schöne ist aber, der Helfer, der weiß ja, wenn man fertig ist. Ja. Sonst wäre das Arsch. Das stimmt. Aber wir machen ja schon ganz gut Meter dann mit der Silage. Das ist das Geld. Also das auf jeden Fall, das ist reichlich Geld. Da können wir gut was mit anfangen. Da kommen wir ganz schnell in das Fenster vom Geld her, wo man dann mal so ein richtiges Feld. Ja. Boah, diese Dreckskollision hier, das ist doch. Also, fuck you, Bridge! Als sie die Kollisionsboxen eingebaut hatten, da hatten sie, glaube ich, ein bisschen einen. Ja, so also her. Ich denke mal auch, da war der Kasten schon halb leer. So, Jungs. Bei denen ist der Kasten immer halb voll und nicht halb leer. Ja. Lasst uns mal Kollisionsboxen noch hinzufügen. Haben wir ja total vergessen. Na gut. Die jungen Leute machen immer Kollisionsbox. Lass uns das auch mal machen. Mensch. Jetzt habe ich den Helfer hier ein bisschen geschoben. Komm, Johnny, gib mal Knallgas. Auch wenn das eine Kollisionsbox ist. Scheiße. Hoffentlich. Ich hab es war nicht mit Absicht. Niemals, nein. Es war wirklich. Ich hatte schon eingelenkt. Ich kann ja nichts dafür, der ist ein bisschen schwerfällig, aber ich hatte wirklich schon eingelenkt. Ja, guten, du bist bestimmt auch gleich voll, ne? Fast, aber dann hat der Helfer Malheur gehabt. Ich bin jetzt erst beim Truckstop. Ach so, ja, ja, ja. Also bei der Mühle. Dann wird das kein fliegender Wechsel, glaube ich. Nee. Ich habe jetzt 80%, also, aber jetzt muss ich erstmal den Helfer aus der Kollisionsbox rausfummeln. Außerdem habe ich den jetzt ein bisschen auf Knallgas eingestellt, den Häcksler. Ach so. Da musst du jetzt immer ein bisschen Druck machen, wenn du nebenher fährst. Das nützt nichts. Da kriegst du schnell Meter weg. So. Ups. Rechtstrall, Mensch. So, ich bin fertig. Wir können mal wieder abgurken hier. Jetzt geht es Richtung Freiheit. Oh yeah. Was sagst eigentlich die TikTok, der Tacho? 5 Minuten. 5 Minuten noch. Na, 6 Minuten. Ich meine eigentlich mehr so den Real-Life-Tacho, so. Die TikTok. Das sagt 15.30 Uhr. Also haben wir noch für ein, zwei Parts Spielraum. Ja, 2 Parts noch. Ja, gut. Ja, Mensch. Wie geht denn da jetzt vollgeladen? Was fährt der? Also ich fahr jetzt 50 Grad. Also in wann hat der Kadi da falsch? Also der hatte vorne mal eine Stelle, da ist er auf 35 runter, aber auf 25 oder 20, das hat er eigentlich nicht. Wahrscheinlich liegt das irgendwie an seinem Gamepad oder so. Ja, denke ich mir auch. Dass da was nicht stimmt. Muss er sich mal was anderes anschaffen. Auf jeden Fall. Ich spiele auch nur mit Tastatur. Aber ich muss sagen, Landwirtschaft macht eigentlich auch mit Gamepad Spaß. Nur Frontlader steuern würde ich nicht mit Gamepad machen. So, weiter geht's. Oh, gib Gas, zieh dich!
Der hier haut aber gut was weg. Den ich gerade fahre. Den. Warte mal. Den hast du aber mal richtig Spur gegeben, oder? Den Häcksler. Nee, der steht nur auf 60% oder so. Ja, 30. Ich wollte ihn ganz am Anfang so auf Initialzündung, weißt du so. Voll Anschlag. Alle, was er hergibt. Aber dann fährt der 45 und das ist mies mit dem Johnny. Ja. Der hat ja nicht mehr so ganz so viel Reserve, dem geht ja die Luft aus. Jo. Da fängt er an zu pusten. So, wollen wir mal links abbiegen, Mensch. Was sagt im Moment die Kohle? 270. 270 haben wir auf der Uhr stehen. Wir müssen gleich nochmal gucken, was die ganz großen Felder kaufen. Da wäre ich schon irgendwie scharf drauf und dann da irgendwie eine schöne Rapsernte. Ja. Vollernter von Hand. Einreich. Kartoffeln. Das wäre gut. Haben wir zumindest 40 Parts. Ja, 50 wohl eher mit den Einreihen Kartoffelernter. Ich bin schon wieder voll. Gibt's ja gar nicht. Ja Mensch, ich hab hier noch auf Zündung. Ah, hätte sich die großen Anhänger fast mehr gelohnt, ne? Ach komm, die 20 oder 15 Tonnen. Das 20, Geld hatten wir nicht. 23 Tonnen wären es bei meinem, den ich habe. Ich hab ja, krieg ja nur 38 rein. Ja, okay, du hast den kleinsten. Stimmt. Hänger. Anhänger. Würdest du das bitte nicht machen, wenn ich trink? Müsst mich jetzt echt zusammenhalten. Hat die Maus wieder ein bisschen Tonic Water abgekriegt? Ah, David, da kam aber spät. Ich hab den Null nicht gefunden. Ja, du bist. Ne, passt schon. Ja, Mensch, wenn du einen in deine Bier noch hast, dann findest du die Tasten nicht mehr. So, wie war das jetzt? Ich hab den kleinsten Hänger. Den Anhänger. Ach so, okay. Sag mal, kann das sein, dass ja immer mal irgendwo anders so ein Hindernis kommt, was man noch nicht sieht? Ich kümmere mich mal kurz ein bisschen um den Radlader. Keine Ahnung, du. Hindernis? Ja, das ist die Map, die ist einfach manchmal ein bisschen verwundert. Verrückt. Die ist verwundert. Wunder dich nicht. Ah, jetzt fahre ich auch nur 30, voll beladen. Och, was ist denn jetzt los? Ah, jetzt geht auf 25, 24. Was ist denn jetzt? 23. Mensch. Also. Ich glaube, du musst mal Wasser lassen, du bist zu schwer geworden. Nimm mal den Flachmann aus der Tür. Was ist denn jetzt? Fahr da mal hin, ne? Ah, nö. Keine Ahnung, was er für Probleme hat auf einmal. Ah, jetzt geht's wieder auf 45. Oder auch nicht. Ja Mensch. Ich habe wieder zwei Schaufeln reingekippt. Na, ist schon nicht schlecht, der Radlader. Ja, der macht gut was weg. Auch wenn 25 Tonnen schon heftig. Ja, aber für ein Cat in der Größe. Ist das realistisch, weißt du das? Ich fand die 10 Tonnen schon eigentlich immer. Ja. Das passte so gerade noch. Im Prinzip ist der Cat doch hier einfach nur ein ungeskinter, oder? Lizard. Und nee. Mit anderem Füllstand. Der ist viel, viel größer, der Cat. Also von der. Oder, David? Weißt ja, du das? Ja. Naja, das ist um einiges höher. Hast du nochmal Geld gekriegt? Ja, 3,20. Okay. Dann mache ich ja auch nochmal wieder Zündung. Nachschub. So. Wer hat da anmoderiert? Das warst du. Ah ja. Oder? Ja, ich meine schon. Dann darf ich jetzt auch abmoderieren. Schon. Mensch. Schon. Jetzt geht's aber voran, du. Jetzt machen wir Meter.
Jetzt machen wir Mädel. Ja, müssen wir ja auch, ne? Unsere Zuschauer warten ja schon sehnsüchtig auf die Australien-Map. Dann müssen wir mal gucken, wann wir den dann starten. Auf jeden Fall. Na gut, dann danke erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf den nächsten Part mit euch zusammen und wir sehen uns. High five. Tschüss. Tschüss. Tschüss.